Verehrter Freund, wie ich diese Zeilen zu Papier bringe, erschrecke ich vor meiner eigenen Kühnheit. Denn eine Beichte ist es, wie Sie lesen werden. Und indem ich mich Ihnen anvertraue, begebe ich mich ganz und gar in Ihre Gnade. Ich war in den Anfängen unserer Freundschaft Ihnen nicht so wohl gesonnen, wie es der Genius Ihres Geistes verdient hätte. Doch ich habe Sie nie aus Neid gemieden oder Abneigung. Wie hätte mich der Spiegel meiner selbst abstoßen können? Von nun an gibt es kein Zurück mehr, denn so könnte ich diese Welt wirklich verändern. Sie sind ein Mann mit Überzeugungen. Ich versuche es zu sein. Sie waren so jung, so unbedarft, dass Sie mich verstörten wegen des serenenhaften Versprechens dessen, was mein sein könnte, wenn ich mich nur auf Sie einließe. Sie müssen zum Licht hinlaufen, nicht davor fliehen. Gleich dem Ikarus musste ich fürchten, mich in dem Licht ihrer Sonne zu verbrennen. Und so stieß ich sie fort in dem Wissen, in der Dunkelheit sicherer zu sein. Doch der Funke, den die Urpflanze in uns entzündete, lodert unheilvoll in meinem Herzen fort. Und seit jenem Juliabend 1794 brenne ich lichterloh. Gerade weil Sie mir so gern geworden sind, darf ich nicht zulassen, dass mein größtes Glück zu Ihrem Unglück wird. Ich werde fortgehen, Friedrich. Das Ziel ist mir gleich. Werde ich doch nirgendwo solche Seligkeit finden, wie in Ihrer Gegenwart. Aber ich werde anderes finden. Frieden in dem Wissen, Sie vor mir selbst bewahrt zu haben. Leben Sie wohl. Finden Sie Frieden in einem Weimar, das nun ganz Ihnen gehören soll. Und denken Sie bisweilen mit Wohlwollen an mich zurück. Verehrter Freund, Ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort ist mir unbekannt. Und so wird mein Brief zum Selbstgespräch, in dem es um verpasste Möglichkeiten und um Liebe geht.